Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Ich spiele heute Let's Build is So und bin mal gespannt. Das erinnert mich ein bisschen an RimWorld. Wen soll ich einstellen, um meinen neuen Zoo zu führen und zu managen? Wähle dein Aussehen. Kannst du später noch ändern. Ist klar. Die sehen doch alle gleich aus. Egal, nehmen wir einfach mal jemanden. Bitte gib einen Namen für deinen Zoo ein. Ja, den nennen wir dann doch einfach mal. Juka. Ja. Ne? So. Neue Aufgabe. Kathleen, Investoren. Besuche das Verwaltungsbüro. Hallöchen, mein Name ist Kathleen und ich bin im Moment der einzige Investor deines Zoos. Könntest du bitte zum Verwaltungsbüro kommen, damit wir uns kurz unterhalten können? Wähle das Verwaltungsbüro aus. Alle möglichen Anfragen landen hier und ich weiß, du wirst den Überblick behalten wollen. Versuche jetzt mal, eine neue Aufgabe anzusehen. Baue ein Gehege. Jeder Zoo braucht Tiere, aber bevor du eine Lieferung von jeglichen Tieren annehmen kannst, musst du ein Gehege bauen. Okay, dann bauen wir mal ein Gehege. Beton? Ich weiß nicht. Okay, wird alle Tiere minimal befriedigen und Gras. Ja, toll, ich weiß gar nicht, was für Tier ich holen soll. Witzköp. Jetzt. Was? Okay. Nochmal. Entschuldigung. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen dumm dran, aber gut. So. Ah, zum Tor platzieren. Setzen wir das Tor hin hier. Hm? Toll, jetzt da wir ein Gehege haben, können wir richtig das Geschäft starten, Tiere zu finden, um deinen Zoo einen Schritt näher daran zu bringen, der beste Zoo auf dem Planeten Erde zu werden. So, Timbo ist australischer Zoowärter. Neue Aufgabe, Überpopulation. Tach, ich habe ein Geschenk für dich. Besuche mich in meinem Zoo und ich kann dir alles darüber erzählen. Finde einfach den australischen Zoo auf der Weltkarte. So, damit das doch mal wegkommt. Navigation, ja, überall. So, Weltkarte. Da. Wir hatten letzten Monat einen unerwarteten Anstieg unserer Kaninchenpopulation und wir wissen einfach nicht, was wir mit ihnen anfangen sollen. Ich habe gehört, dass du einen neuen Zoo gründest und dachte sofort, das wäre das perfekte Zuhause für ein paar unserer Schlappohrenfellbündel. Was sagst du? Ja, natürlich. So. Ja, dann abdonnen. So, schließe Handel mit Kuba zu ab. Neue Aufgabe, öffne das Geschäft. Es ist wahrscheinlich Zeit, um damit zu beginnen, Geld zu verdienen. Lass uns den Zoo öffnen, damit zahlende Kunden herkommen können. Öffne den Zoo. Okay. Horizon Herald, 1. Januar, Jahr 1. Große Eröffnung. Jennifer Dudner, Redakteurin. Der Bürgermeister hat heute unseren Zoo, neuen Zoo offiziell eröffnet. Der Zoo mit dem Namen Yucatopia wurde durch eine Investition von Kathleen Carr, einer renommierten internationalen Wirtschaftsmogulin, ermöglicht. Die Geschäftsführung des Zoos sagte, wir hoffen, ein großer Erfolg zu werden, den Tierliebhaber überall Freude zu bereiten und gleichzeitig unseren Investoren gegenüber finanziell verantwortlich zu sein, sie vielleicht sogar aufzukaufen und eines Tages unsere eigene Unabhängigkeit zu erlangen. Eine aufregende Zeit für alle, die die Eröffnung des neuen örtlichen Zoos miterlebt haben. Och, süß. Oh, unser Häschen sind doch Quika, ist das goldig. Entschuldigung. So. Die wollen jetzt, bau einige Wasserbecken für deine Tiere.
okay. Wasser. Wasser picken. So, und jetzt? Also, du hast ein Gehege mit ungenügend Anreicherungsgegenständen platziert. Baue weitere Bereiche in die Gegenstände, mit denen deine Tiere spielen können. Bereicherung, kleiner Ball. Okay. Erforsche Zuschuss. Baue ein Forschungsgebäude. Hi, ich repräsentiere die Zoologische Stiftung für Forschung und ich bin hier, um dir einen Zuschuss zu gewähren. Wenn du ein Forschungszentrum vor dem Ende des Tages baust, finanziere ich dich für die nächsten 14 Tage. Ja, bauen wir schnell, ne? Horizon Herald. Ich hoffe, die Zeit läuft jetzt nicht weiter. Ne, bleibt stehen, gut. Jennifer Dutton, Redakteurin. Der Zoo gab kürzlich bekannt, dass er den Bau eines Forschungszentrums plant und nach dem Bau können die Besucher erwarten, dass im Zoo ständig neue und aufregende Attraktionen erscheinen. Das Zoo-Management sagt, dass es derzeit keine Schätzungen darüber gibt, wann es abgeschlossen sein wird. Sie versichern uns jedoch, dass die Forscher und Designer noch nach dem Bau hart daran arbeiten werden, das Aussehen und die Technik des Zoos ständig aufzufrischen. Wir haben mit den Einheimischen gesprochen, die Reaktionen sind überwiegend positiv. Samos, ist dann halt los! Neues ist immer spannend, sagte Jane, eine Hausfrau mit Kindern. Franny, eine berüchtigte Kommentatorin zu allen negativen Dingen in unserer Community, sagte, warum sich die Mühe machen, neue Dinge zu machen. Wir haben schon genug Dinge auf der Welt. Ja, genau, so kann man sie nicht aussehen. So, und dann gucken wir mal. Nee, nicht zum Gehege. Bauen. Einrichtung, Forschung. Bauen wir dann Amot und Nuff. Yay. Wer bist du jetzt? Ah, Forscher. Okay. Erforsche ein Objekt in der Forschungsstation. Wasserabdeckung. Stelle sicher, dass du genügend Wasserpumpen hast, um deine Wasserbecken abzudecken. Bewege diejenigen, die du besitzt, oder baue mehr, um zu verhindern, dass Tiere ohne Wasser sind. Durst ist der schnellste Weg für ein Tier zu sterben. Daher ist es wichtig, dass du dies unter Kontrolle hältst. Okay. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber okay. Hier ist meine Wasserpumpe und die will ich jetzt bewegen. Das war doch hier. Ha! So, jetzt haben die armen Tiere auch Wasser. So, hier wollen wir noch Objekte hinzufügen. Also Wasser haben sie. Dann brauchen wir noch Bereicherung vielleicht. Haben sie doch. Unterkunft gibt's noch nichts. Dekorieren. Pflanzung gibt's, okay. Okay. Sieht so mit Aufgaben aus. Forsche ein Objekt. Keine Anfragen, keine Anfragen. Forschung. Das ist der Forschungsbildschirm. Die Angestellten deiner Forschungsstation arbeiten unermüdlich, um Punkte zu verdienen, die du dann benutzen kannst, um neue Gebäude und Boni freizuschalten. Versuche nun, Forschung freizuschalten. Was wollen wir? Einen Baum? Jetzt so drauf. Ah, gedrückt halten. Okay, aber ich will hier Bereicherungspaket, ja. Wow. Vorschau für wichtige Gebäude und Boni erlauben, dir auf die freigeschalteten Gegenstände zuzuarbeiten, die du haben willst. Das Auswählen der Forschungssätze links gibt dir einen Hinweis über den Ort oder andere Sachen. Vergiss nicht, regelmäßig zurückzukommen, um deine Forschungspunkte auszugeben. Alles klar, ich habe aber jetzt keiner mehr, ne? Das ist ein bisschen was.
Aufgabe beenden. Diese Person wird eine neue Aufgabe haben nach Freischalten Forschungspaket Forscher plus 1. Okay. Laden. Cola-Automat. Kann man eigentlich Atrie? Nichts gefunden, dass ich was drehen kann. Kurz. Die Steuerung. Modus, zerstören, rauszoomen, reinzoomen. Kollision im Baumodus umschalten. Okay. Anscheinend nicht, ne? Entschuldigung. Dann gehen wir trotzdem auf Laden. Ah, okay, das ist damit gemeint. Das finde ich aber doof, dass ich das nicht drehen kann. Ah! Oh, ernsthaft! Echt die Maustaste. Reiß ich dich wieder ab. Zerstören. Besucher werden durstig, wenn sie durch den Zoo gehen. Bau einen Getränkeladen, um ihren Durst zu stillen. Ja, sicherlich. Bauen. Wege. Ja, jetzt bauen wir ja schon mal einen Weg. Ah, Speicherspiel. Das Spiel speichert am Ende jedes Kalendertages. Gesamttag im Geschäft, 1 Gewinn, heute minus 215, ups. Parkbewertungen zogen 24 Leute an, 4 Leute passten nicht in deine Busse, ein fand den Eintrittspreisbüro. 19 Leute kamen in den Zoo, ist doch ganz gut. Standhaftigkeit beweisen. Jetzt, wo wir vollständig im Geschäft sind, würde ich gerne deinen Fortschritt aufzeichnen, wenn du 25 Gesamtbesucher erreichst. Kann ich dir einen kleinen Leistungsbonus geben, alles klar. Neue Aufgabe, Lagerraum. Hallöchen, ich kann kaum glauben, dass ein Zoo hier in der Stadt aufgemacht hat. Ich habe allerdings eine kleine Anmerkung. Vielleicht willst du deine Tiere auch füttern. Hunger führt zum Verhungern und Verhungern führt zum Tod. Und ich will keine stinkenden, toten Tiere in der Nachbarschaft. Baue einen Lagerraum für Futter. Das klingt logisch. Moment, machen wir sofort. Das machen wir gleich. Jetzt machen wir ja schon mal hier auf. Bauen einen Lagerraum, weil wir wollen, ach, hier stinkende tote Tiere. Einstellen. So. Wir kommen zur Forschungsstation. Wir haben 2 Punkte. Wüstengehege, Zuchtstation. Pflanzenpaket, Topfpflanzen. Ich würde sagen, wir holen nur das Wüstengehege. Oh, Zuckerwatte, cool. 5 Stück. 5. Holen wir uns noch die Bänke. So. Schon wieder. Ja, Mann, die fliegen hier rein wie nix. Eins nochmal, ja. Gut. Also. Wie kann ich euch jetzt füttern? Kann mir das noch einer sagen, bitte? Hallöchen, ja, genau, das haben wir ja schon gelesen. Diese Person hat eine neue Aufgabe für dich. Stelle einen Hausmeister ein. Dein Zoo wird ein Rattenloch des Ekels, wenn du niemanden anstellst, um aufzuräumen. Stelle einen Hausmeister vom Ticketbüro ein. Das Ticketbüro da unten? Ja. Großartiger, hier scheinen ein paar Sachen zu lösen zu haben. Ich gebe euch vorerst ein paar Ratschläge. Mhm. Hausmeister auf ein Jobangebot. Auf
Das war jetzt richtig. So, 25 Besucher. Hammer. Perfekt. Ja, hier ist ja, ich weiß, aber ich hab noch keine Bewerber. Ich kann die nicht füttern. Die hungern doch. Was ist hier? Achso. Ja, aber jetzt machen wir Motor schnell weiter. Bauen. Nein! Ich bin mit der Steuerung noch nicht ganz so einig. So. Laden. Schenke laden. Einstellen. Ein Hotdog laden. Auch einstellen. Ich hab ne coole Automat. So. Hab ich alles gemacht, ne? Gut. Was mit denen, ne? Ich habe alles gesehen, wofür ich hier war. Die gehen wieder heim. Null Bewerber. Juhu, ich habe neue Bewerber. Oh. Ansehen. Ja, ist jetzt egal. Einstellen. Möchtest du Stelle schließen? Ja. Okay, erfülle mindestens 8 GAU-Aufgaben. Moment, gibt es gerade gar keine. Kann das sein? Nein. Okay. Ach, ich habe auf Pause gedrückt, ich Arsch. Ups. Jetzt verstehe ich jetzt immer noch nicht ganz. Muss ich denn hier was zu fressen hingeben oder nicht? Sucht, Ankünfte, Tiere bekommen. Gehege bearbeiten. Nee. Objekte hinzufügen, Wasser, Bereicherung, Unterkunft dekorieren. Kann ich noch einen Ball geben? Oh Mann, heute Gewinn gemacht. Sehr gut. Da ich in dieses Geschäft investiert habe, hast du verschiedene Ziele, die du erreichen musst, um mehr Kapital freizuschalten. Erreiche 100 Gesamtbesucher und ich schalte etwas mehr Finanzierung frei. Das ist toll. Weißt du, ich liebe es wirklich, viele Tiere zu sehen. Sie bringen mir Frieden und Gelassenheit, aber ich bin auch Mitglied einer Online-Tiersuche-Gruppe. Also kämpfen wir rum, die Bilder in der seltensten Spezies zu bekommen. Ich glaube nicht, dass wir sie im Zoo machen sollen, aber ich liebe es einfach auf Social Media zu gewinnen. Egal, was die Wahrheit ist. Wie auch immer, du solltest mehr Tiere holen. Okay. Jetzt finde ich erstmal noch Ball. So. Forschung. Jetzt gehen wir mal hin. 4 Punkte. Slushy stand 5. Das braucht 3. Tonnen Pake Pinguin. Tonne? Ach, das ist Mülleimer. Station. Zuckerwatte. Bodenpaket. Ich will eine Tonne. Ach, zu late zum Speisen. Ich mir die ganze Müll auf der Bode. Was ist das? Bierkorb. Baue eine Tonne. Süß. Bauen. Freizeit. Ah, da sind sie doch. Hallöchen, wir haben diesen Hund gefunden. Er scheint sich verirrt zu haben. Das ist ein wunderschöner Labrador. Was willst du damit tun?
Zieh ihn wie einen Löwen an und stelle ihn aus. Gib 50 aus, um eine Werbekampagne zu starten, um seinen Besitzer zu finden, der das macht. Deine Entscheidungen sind wichtig. Die von dir getroffenen moralischen Entscheidungen wirken sich auf die Gebäude und Aktionen aus, die du verwenden kannst und können sich im Verhalten bestimmter Personen widerspiegeln. Wähle mit Bedacht. Ah, okay. Cool. Das sieht aber cooler aus. Entschuldigung. Papiertonne, Baum und 2 Pinguineimer. So, 5 Tiere erhalten und 100 Besucher. Jetzt muss ich erstmal gucken. Leuern auf so Motze, ey. Wo kriege ich Tiere her? Ganz ehrlich. Woher weiß ich, wo ich Tiere herkriege? Weltkarte. Das für mir, ne? Oder was? Ah, ne, Tierheim ist das. Witzig. Hier? London Zoo. Ah, der will irgendwas handeln. Und die? Und auch was. Handeln der was? Okay. Was ist das da oben? Transport. Hier kannst du aus den Zoos auswählen, ja, ist klar. Nee, das möchte ich nicht. So. Tierheim. Ich möchte das Schwein retten. Denn eigentlich könnte man nur noch so Ätzwehase dazu holen, ne? So. Hier habe ich. Oh, das bringt's jetzt nicht um. Kannst du nur wieder versetzen. Was möchte denn das Schwein eigentlich? Hab ich jetzt leider nicht geguckt, ne? Have a baby. Oh, ich hab ein Baby. Ist doch süß. Oh ja. Cool. Wo bleiben meine Tiere? Jetzt einfach nur Grasgehege und macht halt die Haserin. Dann muss ich halt gucken, was das Schwein gern hätte. Ich sag, ich will aber Abdo bauen zum Donnerkeil. So. Gut. So, kann ich euch bitte versetzen? Spenden? Nee. Bewegen. So, bitte. Ach. So. Ah, jetzt brauche ich noch Wasser, ne? Wegen. Hier hinsetzt dann alle was davon. So. Effekt hinzufügen, Wasser. Bitteschön. Okay, noch 2 Bälle. Ja, ich habe süße Häschen, ich weiß, danke. Bleiben jetzt diese Tiere? Habe ich die nicht geordert? Kommen die noch? Kommen die nicht? Was ist ja los? Platz haben sie genug. Gut. Alter, ist das riesig. So, dann machen wir ein bisschen schneller. Vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal welche. So, heute haben wir nur einen Gewinn von 30 gemacht. Naja, aber besser als nichts. Du hast ein Tier in deinem Zoo, dass du mit anderen handeln kannst. Ja, aber jetzt noch nicht. Danke.
Ah, endlich. Weil dann ich möchte dir unser wärmstes herzlich willkommen aussprechen. Die Leute der Stadt lieben es, einen Zoo hier zu haben. Und ich habe persönlich dafür gesorgt, dass das Land um deinen Zoo herum frei ist. Für Erweiterung. Wenn du mehr Land kaufen willst, um auszubauen, verkaufen wir es dir gerne. Dankeschön. Diese Person wird eine neue Aufgabe haben. Jennifer, ich weiß nicht, Redakteurin. Aufgrund der wachsenden Popularität des Zoos hat die Bürgermeisterin Pläne für eine Erweiterung genehmigt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Bürokratie abzubauen und damit der Prozess zu beschleunigen und Land zu kaufen, solange sich der Zoo das leisten kann. Unsere Bürgermeisterin ist von dem Zoo und den Möglichkeiten, die die Einrichtung sowohl in Bezug auf Unterhaltung als auch auf Bildung bietet. Ich hoffe, dass wir in unserer Gegend einen Zoo von Weltrang bekommen, den wir stolz unser eigen nennen können, sagt sie. Wir haben noch nichts vom Zoo-Management-Team in Bezug auf ihre Expansionspläne gehört, aber wir gehen davon aus, dass der Prozess in naher Zukunft beginnen wird. Alles klar. So, Hestia, komm, du gehst jetzt seit Uhr 8 rüber. Der Hase und der Hase, die gehen hier hin. Ja. Gut. So, Schwein, wie geht's dir? Gut. Bist du eigentlich männlich, weiblich, divers? Schwein! Weiblich. Weltkarte. Ah, nur Hase. Hase, nee. Ach so, die wollen. Ah, jetzt hab ich gerafft. Alles klar, dann brauche ich aber eher schon noch ein Gehege für die, ne? Wollen Arregrasgehege, das bauen wir jetzt noch schnell. Und zwar hier hin. Ich bin mir nicht sicher, wie groß das jetzt sein muss. Damit die genug Platz haben, aber naja, wir probieren es mal. Ah, eine Tür. Richtig. Weltkarte. Handeln. Alle auswählen. Handeln. Erhalte ganz zweimal. Diese Tiere wurden deiner Sammlung hinzugefügt. Okay, also ich habe jetzt EHs abgegeben und habe zwei Gänse gekriegt. Habe ich das richtig gesehen? Das ist ja toll. Wir wollen auch in die Forschung gucken, aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Ja, das kann noch warten. Schutzpaket. Baue einige Unterkünfte. Bleibe in den Schatten. Erhöhe Dekorationspunkt. Ja. Okay. Machen wir das mal, ne? Oink. Oh, wie süß. So. Aber ich würde sagen, wie es jetzt in unserem Zoo weitergeht, das sehen wir nächste Folge. Ciao.